Das letzte Wort gehört den Angeklagten. Doch sowohl Andreas V. als auch Mario S. schweigen am Ende des vorletzten Prozesstages zum Fall Lüchte. Aus meiner Sicht hätte es beiden Angeklagten gut zu Gesicht gestanden, wenn sie heute diese Gelegenheit genutzt hätten, um zu sagen, schlicht und einfach, es tut mir leid oder ich bereue das oder ein ganz einfaches Entschuldigung, da kam nichts. Beide Angeklagte vertrauen auf die Plädoyers ihrer Verteidiger. Rechtsanwalt Johannes Salm fordert für seinen Mandanten Andreas V. 12 Jahre Haft. Ich habe nochmal Wert darauf gelegt, dass er geständig war von Anfang an im Verfahren, dass er sich dem Verfahren gestellt hat, dass er es nicht hat platzen lassen wegen seiner Krankheit. Was die Taten selbst angeht, da befindet sich die Verteidigung auch in einer argumentativen Privatinsolvenz. Gegen die Taten kann man nicht argumentieren. Das weiß auch sein Kollege Jürgen Bogner. Der Verteidiger von Mario S. beziffert seine Vorstellungen nicht. Er hält aber eine Strafe von 10 bis 15 Jahren für angemessen. Ein milderes Urteil könne sein Mandant nicht erwarten. Durch die Ausführungen der Sachverständigen ist eigentlich jedem Juristen im Saal klar geworden, dass beide Angeklagte an der Sicherung und Verwahrung nicht vorbeikommen. Und das heißt gegebenenfalls ja eine Verschlimmerung sozusagen der Freiheitsstrafe. Denn auch im Rahmen der Sicherungsverwahrung ist man ja nicht auf sogenannten freien Fuß. Neben den Verteidigern halten auch die übrigen 10 Nebenklagevertreter ihre Plädoyers. Die meisten Opferanwälte schließen sich dem geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft an. Einige wollen noch höhere Haftstrafen erwirken. In einem Punkt sind sich alle Prozessbeteiligten einig. Aus meiner Sicht ist es auch im Grunde egal jetzt, ob da 12, 13 oder 14 Jahre rauskommt. Das Wichtige ist, dass die Sicherheitsverwahrung dazu kommt, dass von den Tätern hier keine Gefahr mehr ausgeht. Die Gutachter haben es ja gesagt, die haben diese Neigung und an dieser Neigung wird auch der Gefängnisaufenthalt nichts ändern. Welche Strafen nun auf Andreas V. und Mario S. zukommen, wird am kommenden Donnerstag feststehen. Dann wird die Kammer um Richterin Anke Gruder das Urteil sprechen.